Das und vieles mehr sehen wir heute wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück. Na, ihr guten flockigen Mitarbeiter. Wir sind zurück in Farming Simulator. Der neuesten Generation von vorgestern. Ja. Ja. Und so geht's weiter? Es geht fleißig weiter, ja. Wir hupen eine Runde in der Weltgeschichte rum. Wir kommen. Das Auto hat's nicht... Boah. Das sind robuste Autos, die hier gebaut werden im Spiel. Die fahren dich um, nicht du sie. Genau. Bam. Ja, dann sind wir schon wieder bei 20.000. Das Feld ist riesig. Ey, ich finde, ganz ehrlich, wenn ich das hier so im Let's Play anschaue, denke ich mir so, warum habe ich die im Singleplayer nicht genommen, die Map? So. Hier sind die Felder 30.000 mal größer als in Elm Creek, aber hätte Fahrradkette ist. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlimm, dass ich mich so entschieden habe. Ich könnte auch noch die Flat Map, es gibt noch eine Mod, wo du einfach eine flache Map hast mit gar nichts, keinen Feldern, gar nichts, mhm. Du kannst alles selber einstellen und das selber anbauen und bepflanzen und so. Mhm. Vielleicht werde ich da auch noch was bringen, aber ich glaube, boah, ey, was nicht, denn? Mich reut es fast, mein über 40 Stunden Spielstand wieder von vorne anzufangen. Auch wenn ich von den 40 Stunden vielleicht 20 Stunden gebraucht habe, um zu checken, wie Farming Simulator überhaupt funktioniert. So. Aber trotzdem reut es mich wirklich wieder von vorne anzufangen. Außer jetzt hier zu zweit, dann ist es ein neues Projekt und deshalb geht das aber. Ja. So ein Singleplayer. Ich weiß nicht. Boah. Ich bin jetzt schon wieder bei 16.000 Liter. Ich komme. Ich frag mich gerade. Zuckerrüben. Wann wäre dann die beste Zeit zum Ernten? Zuckerrüben jetzt. November. Was ist zum Ernten, zum Verkaufen? Ach so, das siehst du, glaube ich, auch irgendwo, ne? Ja, du kannst ja dort, wo du die Standorte ausgewählt hast, kannst du Viereck drücken oder in deinem Fall eine andere Taste. Ach so, Januar. Aber nicht viel besser. Okay, dann ist es halt einfach günstig, weil man so eine Riesenmenge davon bekommt. Ich mache ja auch First Person. Geht auch. Ja, bist du ein bisschen realistischer. Ja gut, das Lenkrad, das ist ja so minimier, dass ich könnte so nicht Auto fahren. Oder ein bisschen Traktor. Nee, ich beneide jeden Bauer, wie er da mit den Dingern da umgeht. Die sind echt riesengroß und die kommen an jede Lücke, weißt du. Gut, die haben auch keine, die Felgen sind auch viel kleiner, logisch, also im Verhältnis. Das ist ja viel mehr Rad, sag ich mal, drinnen, ne? Ah! Weil wenn wir oder wenn ich mit dem Auto irgendwo, sag ich mal, randsteinmäßig ein bisschen irgendwo ankomme, dann zack, Felge weg. Und bei denen, ja, pff, die könnten eigentlich eine McDrive-Einfahrt kaputt fahren, das Rad wäre immer noch ganz. Und bei uns kommst du noch ein bisschen mit dem Randstein an. Weißt du, diese McDrives sind allgemein diese Drive-In für Takeaway, die sind genau auf einen Millimeter genauso berechnet. Wenn du ein Auto hast, was ein bisschen breitere. Oh, der Staubsauger. Wenn du ein bisschen breitere Felgen hast, oder einen breiteren Randstand, bam, direkt Felge am Arsch. Du musst ein bisschen weiter raus. Hab's gemerkt. Ah, du kommst ja, oh Jemi, du gibst ja Gas. Ja, 10 km als noch 6 km. Warum gibt der nicht, das dauert so lange bei dem Kollegen? So, kannst aufhören. Der hört automatisch auf. So, das Game ist einfach der Hammer. Diese Maschine, an der Maschine habe ich jetzt gerade so Freude. Ja, ist doch super. Also, hey. Also ich glaube, wenn wir mal richtig viel Kohle haben, dann machen wir eine Saison, ein Jahr lang nur Zuckerrüben.
also in-game, ja. Mhm. Und kaufen uns 3-4 Maschinen von denen und dann machen wir das größte Geld. Gut, großes Geld ist wahrscheinlich eher nicht, ne? Es sind ja, sagen wir, 18.000 Liter. Aber ich glaub, Zuckerrüben kannst du weiterverarbeiten, dann kriegst du noch mehr. Irgendwie Zucker oder so. Klingt auf jeden Fall logisch. Bam, 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 bam. Es ist echt genial. Weißt du, bei Stadia hatte ich immer so bei Full HD Content so 20 MBs, ne? Also MBs pro Sekunde, mhm, ne? Und hier kriegst du durchgehend irgendwie 30 bis 50 für Full HD, ne? Also, was du hier für Full HD bekommst, von der Bitrate her gesehen, kriegst du bei Stadia bei 4K. Und ich möchte nicht wissen, gut, 4K gibt's bis jetzt nur mit dem Shield TV, das du extern anschließen musst. Der kostet aber, glaube ich, 200 oder so, oder 150, 200, 300 irgendwas Franken, keine Ahnung. Ist das dieses Gamepad da? Ne, ist eine ganz kleine Konsole so gesehen, oder halt so ein Multifunktions-Dingsbums. Man kann fast sagen, wie eine PlayStation oder Xbox, aber für GeForce Now optimiert. Du kannst auch dein XY-Dinger da anmelden, soweit ich es mitbekommen habe. Oder aber eben mal GeForce Now-Spiele spielen. Genau. Und nur auf diesem Gerät gibt es für 4K. Alles andere ist Full HD oder eben 2K. Wenn du das die höchste, also wenn du das höchste Abo hast für 16 im Monat, dann kannst du auf dem Computer 2K spielen, also Computer Mac 2K, und auf dem Shield TV, das Gerät selbst, 4K, aber nur da 4K. Hm. Weil ich weiß nicht, die Bitraten sind ja doppelt so hoch wie bei Stadia. Und ich will nicht wissen, welche Bitrate die hier bei 4K zur Verfügung stellen. Also das ist wirklich Hut ab. Und dass man die Spiele auch nicht separat bei GeForce Now noch zusätzlich kaufen muss, finde ich auch echt genial. Also das Konzept ist echt geil, nur das Doofe ist halt, sehr viele Publisher sind schon abgesprungen. Also es ist halt Steam. Ja, das hat mich richtig gewundert, weil... Dafür ist halt Steam gekommen, sag ich jetzt mal. Naja, ich habe jetzt mal Xbox Cloud angeschaut. 15 Franken im Monat bezahlen, nur damit ich Forza Horizon zocken kann. Muss es mir aber trotzdem noch kaufen. Naja, das ist zu viel. Dann kaufe ich mir das lieber einmal. Gut, Online-Modus muss ich dann auch bezahlen, Xbox, aber naja. Oder halt warten bis... Nee, Forza Horizon ist ja, glaube ich, ist Microsoft exklusiv. Ja. Ah, ja, toll. Die gibt's halt auf Steam. Aber die Streaming-Rechte hast du nicht, ne? Von dem her... Genau, das heißt GeForce Now kann es leider nicht. Aber ich muss sagen, der Katalog von GeForce Now ist mittlerweile viel größer als von Stadia. Ist ja irgendwie logisch, weil... Steam hat Exklusivrechte, GeForce Now, also GeForce Now hat die Exklusivrechte von Steam bekommen, aktuell. Man weiß nicht so genau, wann das aufgeweicht wird, dass zum Beispiel Stadia auch die Exklusivrechte oder halt die Rechte bekommt, um dann da auch das Ding anzubieten. Aber man muss ehrlich sagen, bei Stadia kriegst du für 11 Schweizer Franken jetzt so gesehen, für die Schweiz, 4K, ne? Stochenscharf. Und Full HD ist kostenlos. Und es wird auch keine es gibt keine Warteschleifen, nix. Und das Ding ist halt, man muss die Spiele separat noch kaufen. Also wenn du das dann auf einen anderen, sag ich mal, auf einer anderen Plattform, gut, ist ja, gibt's überall, das ist das nächste Ding, ne? Also. Das ist ja das, genau das, jetzt sagen wir mal, du hast ja zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla für den PC gekauft. Ja, genau. Und dann bist du auf Stadia gestiegen, dann musst du es ja nochmal für Stadia kaufen. Genau. Ja, das Ding ist. Das gleiche gilt ja jetzt für mich eigentlich. Wenn ich jetzt FIFA 22 spielen will, dann muss ich es für Stadia nochmal kaufen. Genau. Dann ist die Frage wiederum. Das ist ja. Aber das geht wiederum bei Stadia, ne? Also, das ist wieder die Krux an der Sache. Bei GeForce Now hast du zwar die bessere Qualität des Streams, aber du hast. Dann eben die nicht alle Spiele, weil sehr viele Publisher halt abgesprungen sind.
Also, so by the way, zur Info, ich bin fast voll. Andere Frage. Ja. Warum? Mein Controller kann ich nicht mehr steuern? Hä? Wirklich? Maus geht noch? Warum? Aber der wird. Der will immer. Nee, Akku hat er noch. Dann. Aber der steuert irgendwie. Mit der Tastatur kann ich jetzt noch steuern, aber ich sag's mal so. Der Kollege will nicht aufhören, Gas zu geben. Nee. Ich habe kein Input mit dem Gas, so gesehen. Für den Controller. Ja. Dann steigen wir aus dem Wagen raus und wieder rein. Oder weißt du was, ich mach's mal so. Controller abschalten. Okay. Jetzt wieder einschalten. Jetzt funktioniert's wieder. Hey! Oh, okay, jetzt ist super. Jetzt funktioniert's wieder. Ja, der Xbox-Controller ist, glaube ich, auch schon ein... Nee, das ist 2 Jahre her, glaube ich. Nee, ein Jahr. 1 oder 2 Jahre ist der alt. Hat noch keinen USB-C-Anschluss. Also, ja. Aber funktioniert noch. Teilweise, hat man es gesehen. So als Info, ich habe mir gerade noch einen Anhänger gemietet. Der hat ein bisschen mehr Platz als den du jetzt fährst. Wie viel? Das stellt sich jetzt gleich heraus. Also. Ich habe Vorteile, obwohl ich ein Stoppschild habe. Kann man hier einfach nur dir folgen? Ja. Zudem, so gesehen, es ist jetzt ein Dilemma. Willst du Stadia haben und die Exklusivrechte? So gesehen, oder halt Games darauf spielen und dann hast du keine Warteschleife und nix und keine Begrenzung im Gratis. Beim Gratis-Dingens, ne? Mhm. Und wenn du halt die 11 im Monat bezahlst, dann kriegst du halt eben 4K. Hey! Ich muss zurückfahren. Du rückfahren? Oder du spielst es halt auf GeForce Now. Aber hast ja einfach alle Steam, nicht mal alle Steam-Spiele, ne? Da musst du halt eben immer schauen, ist das Ding auch auf GeForce Now verfügbar? Mhm. Und ich bin mir wirklich unsicher, was ich jetzt machen soll. Oder auch wie viel Liter passt in den rein? 22.500. Also so viel mehr auch nicht. Dafür kann ich jetzt beide füllen. Weil dann kannst du eigentlich den leeren hier hinfahren, den wieder hinstellen, den leeren. Mhm. Und währenddessen bin ich dir wahrscheinlich auch wieder voll. Gute Taktik. Und für den Anhänger habe ich jetzt nur 1200 Miete bezahlt. Mhm. Aber ja, jetzt sind wir mit dem, sag ich mal, mit der Plattform des Spielens irgendwie überfordert. Ja, welche nehmen wir? Also ich nehme sicherlich noch meine Playsy. Ja, ich sag mal so, wenn du 4K-Spiele spielst, also wenn du auf 4K-Qualität spielen möchtest, dann ist Stadia die günstigere Wahl. Nee, PlayStation. Ja, aber ich sage jetzt mal im Computerbereich, ne, wenn du am Computer spielen möchtest. Klar, ja, für die Spiele, die es nicht auf der Konsole gibt, definitiv. Weil da zahlst du 11 im Monat und für GeForce Now, glaube ich, 17 oder 18 im Monat, ne? Also hast du schon mal 6 weniger. Genau. Schon mal das vorneweg. Und du kannst auch die Spiele spielen, die du
auf dem Rechner, sage ich, oder auf der halt verfügbar ist. Du hast da einen eigenen Store, man kann man aussuchen, auswählen. Und der wird immer, immer größer. Und GeForce Now wird auch immer größer, aber es gibt halt teilweise die Spiele nicht, die man halt so gerne spielt. Aber so auch in Stadia, also das ist ja auch kein Ding, ne? Also da ist auch nicht alles goldig, was glänzt oder sowas in der Art. Also, und bei beiden, für beide das Ding zu haben, gleich beide Abos zu haben, ist einfach nur ausgekacktes Geld, ehrlich gesagt. Also wären wir jetzt Fulltime-Streamer. Na, dann wäre es ja egal. Dann wäre es uns egal, weil erstens einmal, du wärst dann ein Unternehmen, du wärst dann selbstständig. Mhm. Du könntest das von den Steuern absetzen. Oder halt angeben, deklarieren, dass es Berufsausgaben sind. Und dann würde die Sache so komplett anders aussehen. Da wir aber Fulltime arbeiten. Ja. Wie sieht das Ganze jetzt halt noch momentan, Stand jetzt, heute, anders aus? Vielleicht bam, 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 bam. In 5-6 Jahren, vielleicht, wer weiß. Oder? Ja, wie auch immer. Wie gesagt, wir müssen ja vom Moment jetzt reden und von den Fakten reden. Und Fakt ist einfach, wir haben es, besser gesagt, du hast es durchkalkuliert, wenn du alle Spiele abdecken willst, was das kosten würde. Und das geht dann schon recht schnell auf 200-300 auf. Also, mhm. Die Leute, die denken, ja, weißt du, da ein bisschen Cloud hier ein paar Euros, da ein paar Euros. Ja, das summiert sich dann extrem schnell. Mhm. 5500 Ernte. Oh. Die Mülltonne gefahren. Naja, passt schon. Also wir kommen bestimmt, jetzt mit dem, was wir hier ernten, kommen wir bestimmt ins Plus. Ja, das stimmt. Und weißt du, wer auch noch ins Plus kommt? Die Folge. Ja, plus eins wieder. Ja, perfekt. Dann sehen wir uns. Wenn ich hier auf der Straße bin und fahren kann. Was ist los? Ach so. Er will abmoderieren und baut einen Unfall. Okay. Hallo? Auto? Kann das auch nicht mal weg hier? Nee, das bleibt stur dort stehen. Du musst rückwärts fahren. Die Autos sagen dir, wie du fahren musst, nicht du sagst ihnen, wie sie fahren müssen. So, jetzt aber. Oh je, na dann, einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen und ja, aber guten Appetit, ne? Tschüssi. Ciao.